Ach, siehst du, hier war das, stimmt. Das sind so Sachen, wo man relativ selten dann wieder vorbeikommt. Müssen wir irgendwas ins Lager räumen? Eigentlich nicht, ne? Wir könnten ein paar Blutmoos reinpacken. Aber eigentlich will ich noch mindestens... Was sind hier noch so? Pfeile? Fackel und Pfeile. Alles klar. Aber eigentlich will ich so viel wie möglich behalten erstmal. Wir wissen ja nicht, wie viel wir jetzt noch einsammeln. Ich trink mal die nette Brühe hier, die fremde. Ausgezeichnet. Okay, wir könnten ein bisschen was kochen, um Platz zu schaffen. Das können wir machen. Ist doch ein super Plan, oder? Der macht das Feuer an und dann bleibt er stehen. Ist mir schön bei den anderen aufgefallen. Wenn ich ein Feuer anmache, dann setze ich mich meistens hin. Wollen wir einmal aufheben? Eigentlich nicht, ne? Zwischendurch finden wir jetzt eigentlich keinen Pilz mehr. Und extra deswegen in die Tasche will ich eigentlich auch nicht. Weißen Pilz. Na gut, das sind wir, so weit sind wir noch lange nicht. Bei dem weißen Pilz, den finden wir hoffentlich wieder in Level 7. In Level 7. Unterhalb des Fahrstuhls. Na gut, gehen wir erstmal weiter. Erstmal müssen wir uns ja sowieso noch durch die anderen beiden Level arbeiten. Ja, ich mache das jetzt einfach mal noch. Einfach um ein bisschen Vorrat an Kristallen zu sammeln. Wir haben gesehen, es kann relativ schnell gehen, dass man die verbraucht. Ich überlege, ob wir jetzt hier sehr umfangreich noch durchgehen. Jetzt kommen die Fledermäuse, die nerven ein bisschen, weil wir aktuell keine Nahrung mehr brauchen. Na gut, wir sind trotzdem noch... Wir sind ja jetzt wieder relativ leer, was das angeht. Okay. Sammeln wir doch einfach mal ein bisschen was Fledermaus-Fleischmäßiges hier. Nein, das Fell wollte ich nicht mitnehmen. Das werden wir später los. Geht's hier runter? Ach, Tatsache. Ich dachte, wir müssten außen rum, aber hat sich erledigt. Ja, bleibt einfach da stehen, ist okay. Komme ich ganz gut drauf klar. Ach Gott. Ja, Stacheln fallen, aber langsam aber sicher. Ich glaube, der dritte war der Hewitt. Der dritte war der Hewitt, der in die verdammte Stachelfalle, in eine verdammte Stachelfalle gelatscht ist. Obwohl ich gesagt habe, nur Deppen steppen da rein. Nur Deppen steppen. Hm? Aber naja, das waren alles Unfälle. Ach, was mache ich denn? Ich brauche doch gar keine Ratten, oder? Die sind alle viel zu intelligent für mich. Oben links ist der Nordstrand. Das ist richtig gut zu wissen. Denn da müssen wir jetzt aktuell gerade nicht hin. Können wir uns das erste Level im Generellen sparen? Im ersten Level sind nämlich gar keine Gegner. Dafür aber die eine oder andere Strippe noch, glaube ich. Doch, da findet man eigentlich immer mindestens zwei, drei Strippen. Blutmoos! Aha, da wäre es wieder fast so weit gewesen. Aber nur fast. Ach Gott, hier hinten ist ja auch was los. Ach. So, bin so ein Pro. So, die Kartoffeln nehmen wir mal mit. Dann können wir die nämlich nicht direkt auch mal essen. Genau wie, ja, für die Rübe reicht es eigentlich auch noch. Okay. Wo geht's hier noch hin? Achso, ich wollte wenigstens mal gucken gehen. Nicht unbedingt erforschen, aber wenigstens gucken gehen, ob wir da irgendwie einen Keller oder sowas haben. Ja, siehste, hat sich gelohnt. Und hier haben wir auch wieder eine Struppe. Warte, gleich haben wir die Struppe. Sehr gut. Man sieht die mal relativ spät. Na, Kartoffel? Kartoffel. Warum eigentlich nicht? Ja, wodurch wird das manchmal hier einfach urplötzlich stockduster? Ich bin nicht der Meinung, dass es Zufall ist. Ich bin nicht der Meinung, dass es Zufall ist, wenn es irgendwo mal plötzlich stockduster wird. Irgendwo sollen hier noch Online-Features drin sein. Gelber Pilz, ne? Oh. Ich nehme mal mit. Nehmen wir mit. Obwohl wir jetzt normalerweise keine
keinen Bedarf mehr für haben. Fackeln, ja, pff, weiß ich nicht, wenn es jetzt nicht mehr stackt. Ne, noch stackt, ist okay. Hm. Platz für einmal Dingens haben wir noch. Platz für einmal Struppe. Und dann können wir auch schon wieder einen Kopfverband machen. Einen Salbenverband, wollte ich natürlich sagen. Ach ja. Ist das ein Fuchs? Tatsache. Will ich den Fuchs kaputt hauen? Eigentlich schon, ne? Kommt jetzt noch ein zweiter Fuchs an. Einer, der auch was dabei hat. Das wäre sehr freundlich. Aber anscheinend nicht. Andererseits will man das, dass das gleich wieder in die Action übergeht. Na klar, manche wollen das so, aber persönlich, wenn ich dann wirklich so ein, zwei Folgen hier stressige Dunkelheit habe, dann ist das hier zwischendurch schon sehr angenehm. Wenn man nicht permanent auf der Flucht ist. Und eigentlich so zwischendurch ein bisschen Fortschritt hat man ja gemacht, das ist es ja. Und wenn es nur Erfahrung ist, also persönliche Erfahrung. Rübe. Kannst du schön lassen. Gott, jetzt ist es wieder dunkel. Ich bilde mir ein, doch der Helm müsste eigentlich... Ah ne, das ist nicht der Kristallhelm. Das vergesse ich immer. Das ist nicht der Kristallhelm, der die Fackeln der die Fallen beleuchtet. Ach, gucke an. So, jetzt sind wir hier, aber mal von dem Blutboos hier abgesehen, müssen wir hier hin. Ja, stimmt, wegen den Strippen. Das war ja die Prämisse, weswegen wir durch Level 1 nochmal hotten. Die eine oder andere Struppe. Was ist, hier sind doch Gegner. Ist mir irgendwie gar nicht aufgefallen bei den letzten zwei, drei Malen, wo ich hier durch bin, dass hier Gegner sind. Oder sind die jetzt extra für mich hier? Das wäre natürlich super. Wir sind bei 482 Kristallen. Gleich 500. Ich glaube, da gab es auch ein Achievement, wenn man ganz, ganz furchtbar viele Kristalle gesammelt hat. 491. Hunger? Nö, geht. Könnte hier endlich mal eine Strippe rauskommen. Ich habe eh keinen Platz für eine Strippe, ne? Dafür können wir einmal Glut wegschmeißen. Und einmal Fell. Jetzt haben wir wieder Platz. Ist das schön. Okay. Was gibt's hier? Noch eine Kartoffel? Na super. Ah, Struppe. Sehr schön. Und wo sind wir gewesen? Sehr gut. Ich höre eine Schlange. Glaube ich. Das war der letzte Schlamm. Der allerletzte Schlamm. Halt, stopp. Ist noch eine Ratte. Und noch ein Vieh. Eigentlich müsste man sich quasi ab und zu mal treffen lassen, um hier so die Schleime... Um die Schleime zu... dingsen. Aber leider geben die hier gerade keine Blutung. Hör ich was? Nö. Glaube ich. Jetzt haben wir hier noch einen Keil, okay. Ich muss mal so ein bisschen lauschen nach den Schnecken. Also ich höre sie nämlich auf den Ohren. Ich fände es ein bisschen schade, wenn das nicht im Video mit rüberkommt. Aber deswegen sage ich ja sowas meistens an. Ich höre etwas. Eine Fackel. Ich sehe eine Fackel. Das ist total toll. Ich sehe noch eine Fackel. Und das war es schon. Alles klar. Das war voll die Zeitverschwendung hier. So, na denn. So schnell wie möglich raus hier. Ach so, das war fast richtig gewesen. Das erste Level ist ja sehr geradlinig. Sollte ich halt in das ein oder andere
heran, an das eine oder andere heranführen. Das eine oder andere Konzept, wie zum Beispiel Räume. Ach nee, stimmt, hier gab es Gegner, aber im ersten Abschnitt gab es keine Stachelfallen. So rum war es. Stimmt. Die kamen erst später. Deswegen kann man hier wirklich so relativ sicher durchs erste Level eiern eigentlich. Na. Sehr gut. Okay, noch irgendwas? Oh. Sehr gut. Auch gut. Und das war's hier hinten. Okay. Ja, und das ist die aktuelle Routine, die ich jetzt auch bei den nächsten soweit durchziehen werde. Und nein, das werde ich nicht jedes Mal zeigen. Das geht jetzt schon wieder. Ich habe ein bisschen den Überblick über die Folgenplanung jetzt on the fly quasi verloren. Aber das ist mindestens eine komplette Folge quasi jedes Mal, die dafür drauf geht. Ich meine, wenn mir auch nur einer sagt, dass er das interessant findet jedes Mal, dann lasse ich das drin. Gerne. Ja. Also hatte ich jetzt auch bei... Ich habe bei Ochizok Wifecraft geguckt und irgendwie bei Folge 50 oder 60... Also Wifecraft ist Minecraft mit VR. Und irgendwo bei Folge 50 oder 60 erwähnt er mal, ja, wenn das hier zu... Ich befürchte mal, dass es hier zu langweilig ist. Da habe ich mir auch geschrieben. Obwohl die Aufnahmen sind vor 2016. Also er wird es jetzt nicht... wird er jetzt nichts großartig an den Folgen ändern. Ich habe ihm auch geschrieben, dass ich es nicht langweilig finde. Dass ich es nicht langweilig finde, dass so ein paar entschleunigte Stellen mal sehr nett sind. Aber bei Minecraft ist das noch ein bisschen was anderes. Hier ist es halt wirklich bloß dieses Rumgeeiere. In den immer gleichen, relativ gleichen Bereichen halt. Na gut, das ist bei Minecraft, glaube ich, ist genau das Gleiche. Aber da machst du was Kreatives. Das ist der Unterschied. Hoffentlich. Okay. Auch mal aus der Richtung wieder hier angekommen. Müssen wir hier schon ins Lagerfeuer? Ich muss mal kurz gucken. Wir könnten den Schädel der Leere wegpacken. Wir haben 506 verdammte Kristalle. Wir könnten ein paar Kristalle wegpacken. Das ist noch viel, viel besser. Das machen wir aber unten, glaube ich. Das machen wir unten beim Händler, weil ich will gucken, was der im Angebot hat. Ja, das ist ein guter Plan. Das ist ein richtig guter Plan. War das die richtige Entscheidung, hier hochzugehen? Ich glaube nicht. Nee, jetzt, dann sind wir wieder oben an der Klippe. Muss man auch erstmal im Überblick behalten. Die Treppe und hier rechts der Wasserfall, das ist ein Rundkurs. Das ist ein Rundkurs mit, wobei der andere quasi hintere Hälfte davon die Insel ist. Und zwischendurch ist halt der Abstieg oder Aufstieg. Und da musst du dann halt überlegen, wo du eigentlich hin willst. Ansonsten hast du immer diesen Ab- oder Aufstieg dazwischen. Und das muss ja auch nicht sein. Was, sind wir jetzt richtig? Ja, ich denke schon. Ja, ja. Alles okay. Alles okay. So. Na denn, hier das Lagerfeuer haben wir auch noch da, super, hier werden wir dann letzten Endes die Schnellreise benutzen. Und das wird, ich habe völlig den Überblick verloren, ob das jetzt, es wird demnächst, aber ich weiß jetzt nicht, ob es in dieser oder in der nächsten Folge erst passiert. Wahrscheinlich werde ich wieder zum Abstieg einen Folgencut machen, je nachdem wie gut es passt. Mal gucken, halt immer so mit dem im Hinterkopf zu haben, dass die Folgen so eigentlich 30 Minuten nicht überschreiten sollten. Wir werden sehen. Dann nochmal 20 bis zur vollen Stunde und jetzt sind wir bei 20. Aha. Das sind jetzt, glaube ich, gerade so 40 Minuten. Also dementsprechend müsste das am Ende dieser Folge sein, dass wir fertig werden. Hier ist eine Bombe, die nehmen wir mit.
Wir brauchen ja für unten noch eine. Plus Pflaster und noch eine Bombe. Ja, warum? Siehst du, hier ist ein dickes Pflaster. Ich wusste, es lohnt sich. Aber brauchen wir zwei Bomben? Wie viel Platz haben wir da jetzt? Uiuiuiui. Nicht so viel. Warte mal. Ich überlege gerade. Wir lassen... Das ist eine gute Idee. Wir lassen die Bomben mal hier. Wir lassen die Bomben mal hier. Ne, warte mal, wo ist das Feuer? Hier ist nicht das Feuer. Das Feuer ist in einem anderen Fahrstuhl. Denn dann können wir es genauso gut, das ganze Gelumpe, was eigentlich in die Tasche oder halt mit runter soll, können wir da nämlich erstmal stehen lassen, bevor wir hier nochmal den Fahrstuhl benutzen. Ich gehe erstmal zum Händler. Ich will mal gucken, was er hat. Okay, da haben wir die Void-Rüstung. Da. Die hat, glaube ich, so 8, glaube ich. Was ist das denn? Ach so, hallo, ich habe Durst. Ich habe Durst und ein bisschen Hunger. Da können wir doch eigentlich auch mal was essen. Okay, also hier gibt's jetzt dafür Glut, also dieses Phosphor. Dingens und ja, Feuerpfeile, toll. Die Rüstung könnte man... Ich leiste mir die jetzt einfach mal und zieh die an und dann geht's da unten richtig ab. Ne? Achso, ne, warte mal, die Bomben werden wir beide wahrscheinlich in die Tasche packen, in die Pocket packen. Weil wenn wir jetzt mit dem Kollegen hier Backtracking machen, unten auf Level 16, 17, werden wir sofort vom Tentakel gejagt. Das muss ja auch nicht sein. Plus Pflaster, siehst du, hier haben wir schon wieder Phosphor. Brauchen wir nicht. War hier nicht auch noch? Ne, den hatten wir. Ich habe nichts gesagt. Hier unten war ja auch noch ein Bitversteck, aber das haben wir ja uns geholt. Drei Bitverstecke außerhalb vom Tentakelgebiet hatten wir noch abzugrasen. Und das halt bei nächster Gelegenheit, wenn wir mal wieder mit der Lampe irgendwie oben ankommen sollten. Irgendwie mit einer Abkürzung wäre das total toll. Aber das wird nicht diese Folge sein. So, hier. Hier haben wir dich. Ich zünde das noch nicht an, weil ich noch nicht weiß, wie viel wir jetzt von unten mitnehmen. Aber ich leg mal die beiden hier ab. Wir haben einen Haufen Lootmoos dabei. Das ist zwar cool, aber nimmt Platz weg. Ich habe jetzt... Also wir gehen mal ganz kurz runter. Ganz kurz. Und vielleicht ein oder zwei Strippen. Und wenn er noch da steht, wenn er wieder da steht, der weiß, den weißen Pilz abzustauben. Würde uns viel Ärger ersparen. Mhm. Dann sind wir nämlich auch schon fast zu weit. Okay. Heute kein Tentakeltyp. Das ist gut. Hallo. Dafür noch ein paar von den Finstergesellen und ein Gollum. Achso, einer könnte mich mal zum Blut bringen, bitte. Danke. Wo will er denn hin? Was schreist er denn? Da ist keiner. Hat er gerade voll abgeschrien. Jetzt. Hier, Schnecken. Ach, schön, komm. Lass mal Schleim da. Ich höre welche, aber ich sehe keine. Oh. Aber drüber gerannt bin ich. Alles klar. Haben wir noch welche? Da sind drei Stück. Zwei. Flop, flop. Geben die mehr Schlamm, wenn man sie nicht überrennt, sondern respektvoll absticht? Ich weiß es nicht. Hey, da scheint es jetzt hier keinen Weißpilz zu geben. Das finde ich total gemein. I've got promised Pilz. Oder so. Someone promised me Pilze. Geh nochmal schnell nach Stecken. Guck mal, weiß er nie. Haben wir noch eine? Nein. Na gut. Komm, nur ein zum Bildschirm noch. Und dann geht's hoch. Mein Handy-Bildschirm wäre verrückt. Soll es doch. Hallo. Ein Dicker.
Also, ein Schnitter. Wie ich sie liebevoll getauft habe. Hab eine Strippe dabei. Siehst du, hat sich schon gelohnt. Doppelschwert könntest du dabei haben. Andy Doppelschwert Shanks. Kennt den einer? Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare. Wollte ich ihn jetzt. Struppen. Struppen verbinden. Wir haben leider keinen Schlamm. Na gut, man kann die alles haben. So, wie gesagt, nur noch diesen Abschnitt. Mal kurz gucken, ob wir vielleicht doch noch einen Pilz finden. Wenn nicht, ist nicht so schlimm. Wenn ja, wäre aber schön. Sieht aber nicht so aus. Hallo. Schleim. Schlamm, wollte ich sagen. Mehr? Da ich eh nicht so viel Platz habe. Warte mal. Sehr gut. Sehr gut. 7 fette Pflaster. Sehr gut. Wir sind sehr gut gerüstet. Leider. Hier gibt es echt keinen Pilz. Das finde ich total gemein. Ist egal. Also wie gesagt, nach oben jetzt hier. Nach oben und dann nach oben und dann so richtig nach unten. Hm. Dann waren das jetzt quasi mal wieder 3 Folgen nicht dunkel. Na, muss ja auch mal wieder sein. Hält sich so ein bisschen die Waage gerade. Ich wünschte, ich könnte sagen, die 2 Tode, die vorangegangenen, mit Alvaro und Hewitt wären Absicht gewesen, um die Spannung zu steigern oder sowas, aber nee, waren es leider nicht. Ich hätte gerne das Level 18 hinter mich gebracht. Das hat nicht sollen sein. Jetzt haben wir wieder so viel Platz, toll. So, gut, dann ihr Feuerchen an. Gibt es einen Grund eigentlich nochmal nach oben zu gehen? Oder können wir das eigentlich gleich hier machen? Wir können auch aus der Tasche raus. Also wir gehen erstmal zurück in die Tasche. Erstmal in die Tasche, Gelumpe geordnet. Und ich glaube, dann machen wir gleich da von da aus los, ne? Ja. In der nächsten Folge. Ich habe hoffentlich nicht zu viel versprochen. Ich stehe auf die Musik hier. Okay, ja, volle Taschen. Kann man gar nicht anders sagen. So, jede Menge Kristalle weggepackt. Wuhu. Oh mein Gott, das kann dauern. Warte mal, alle weglegen. Und jetzt nehmen wir uns 50 raus oder so. Oder 80. Oder 50. Wir bleiben bei 50. 25 für den nächsten Checkpoint, wenn wir es erreichen. Und ansonsten noch ein bisschen Vorrat für, weiß ich nicht, wenn wir die Lampe finden und irgendwas anfunzeln müssen. Gut. Sonst so Helm austauschen. Helm austauschen zu genau den da. Halt, warte mal, wir müssen irgendwas wegpacken erstmal. Den zum Beispiel. Ach je, warte mal. Den Kristallschädel, eigentlich bräuchten wir ihn ja nicht. Oder? Nö. Eigentlich nicht. Aber er ist immer noch besser als der hier. Der Reißzahnschädel ist, glaube ich, der macht Schaden für Sachen, die mich angreifen. Man kann leider nicht mehrere Helme übereinander aufsetzen. Ist ein bisschen schade. Naja. So, die Rüstung nehmen wir ja sowieso mit. Warum eigentlich nicht? Jetzt könnte man noch was anderes wegpacken. Warum habe ich den jetzt rausgenommen? Achso, weil kein Platz drin war, um noch was reinzutun, um was rauszunehmen. Ja, dann legen wir den auch wieder weg. Entschuldigung für das schwere Einatmen, wenn man es gehört hat. Wovon ich ausgehe? Egal. Gut. Haben wir das. Noch irgendwas. Ja, wie gesagt. Dingens brauen. Heute braue ich, morgen koche ich. Oder backe ich? Nee, irgendwie so. Keine Ahnung. Zu alt. Zu alt, das Märchen. Haufen Gelumpe. Ach, hier sind die grünen Pilze, die wir jetzt nicht brauchen. Schön. Eingeweide. So. Okay. Ach ja, stimmt, der Haltstopp hier, den wollten wir auch wegpacken hier, das Ganze. Den ganzen Kladderadatsch, den wir jetzt hier nicht mehr mitnehmen müssen. Die 2 Bomben, ja, für den nächsten, wie gesagt. Wir könnten eigentlich eine mitnehmen. Wir nehmen mal sicherheitshalber eine mit, wenn wir schon mal 2 gefunden haben. Das ist jetzt nicht die dümmste Idee. Ehrlich.
Achso, die stecken wieder bloß auf 8, ne? Ja gut, zumachen wollte ich ja eigentlich auch nicht. Und die Leuchtfackel, die kann man sowieso mitnehmen. Beziehungsweise hier. Ach hier, jetzt ist das Gelumpe weg. Das hält also so lange, wie der aktuelle Held am Leben ist, der es abgelegt hat. Das ist gut zu wissen. Aber ich nehme mal eine andere Ecke zum Ablegen, weil das war mir immer zu nah am Bitlager. Machen wir mal hier oben. Nein, Mann. Falsche Taste. So, du weg. Ja, weiß ich nicht. Du weg. Brauche ich nicht eigentlich. Deswegen so. Und euch beiden behalten wir. Halt, stopp und legen. Ich lege jetzt nicht die Bombe auf die linke Taste direkt. Ich könnte es machen, aber ich ahne, dass ich dann aus Versehen irgendwann mal eine Bombe ablasse. Das muss ja nicht. Aber wir legen trotzdem mal das kleine Pflaster dahin. Okay. Vielleicht hat man es in den letzten Dunkelfolgen bemerkt. Ich gehe sehr verschwenderisch mit den Pflastern um, aber es kommt daher, weil ich einfach in Panik drauf drücke. Ja, ich glaube, das kann man nachvollziehen. Gut, dann noch einmal gecheckt. Ein allerletztes Mal gecheckt. Wir haben alles, wollen wir sie gleich anlegen? Das würde uns einen Kickstart geben quasi. Achso, können wir sowieso mal direkt aufsetzen das Ganze. Und aufsetzen und anlegen. Okay, dann haben wir auch ein Set quasi an. Sieht doch auch mal schnieker aus, oder? Finde ich jedenfalls. Alles klar. Gut. Dann war es das für diese Folge. Und in der nächsten geht's direkt los mit Level 18. Bis dann.